Dieses Video ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Video, denn wir schauen in diesem Video mal ein bisschen genauer, ja, auf das Wetter in den kommenden Stunden und vor allem mit dieser massiven Luftmassengrenze. Dieses Video habe ich übrigens vorhin aufgenommen, auch hier am Niederrhein, wo es eigentlich gar nicht so viel schneien sollte, liegen jetzt gut 3, 4 Zentimeter schon. Es hat hier nämlich ordentlich angefangen zu schneien. Ja, und so solche Bilder könnten wir dann an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bekommen. Hier wird es dann doch an der Grenze zwischen diesem Eisregen und dem Schneeregen und dem Schnee auch mal heftig zur Sache gehen in Sachen, ja, vieler Schneefälle mit einem sehr, sehr großen Verkehrschaos, das diesen Teilen da bevorstehen würde. Schauen wir mal auf die aktuelle Situation und da sehen wir dann doch ja relativ gut. Hier einmal über der Mitte von Deutschland eine sehr, sehr massive Luftmassengrenze mit teilweise kräftigen Schneefällen auf der Nordseite, teilweise ausgeweitet jetzt auch bis nach, ja, bis an den Niederrhein. Und dann auf der Südseite hätten wir dann doch diesen teilweise sehr, sehr kräftigen Eisregen. Da ist doch höchste Vorsicht geboten. Schauen wir jetzt als nächstes mal ein bisschen genauer auf das Wetter, was uns dann in den kommenden Stunden bevorstehen wird. Hier jetzt mal für 18 Uhr und dann würde dann doch diese massive Luftmassengrenze mit teilweise kräftigen Schneefällen immer noch an Ort und Stelle bleiben. Auf der Südseite weiter in diese teilweise auch sehr, sehr kräftigen, ja, Eisregenfälle. Hier kann es doch dann weiterhin zu spiegelglatten Straßen kommen, aber auch im äußersten Südosten hätten wir diese. Schauen wir dann jetzt weiter Richtung 23 Uhr, würde sich das Ganze leicht dann nach Süden verlagern und da hätten wir dann weiterhin diese ja, sehr, sehr starken Eisregenfälle an der Grenze zwischen dieser sehr, sehr kalten und dieser sehr, sehr warmen Luft. Und im Süden wäre es dann doch meist der Regen, der durchziehen würde. In der nördlichen Mitte und in der Mitte meist wären es die doch teilweise sehr, sehr kräftigen Schneefälle. Und dann verlagert sich diese Luftmassengrenze weiter Richtung Südosten. Hier jetzt mal mit ein paar Schneesymbolen gekennzeichnet und mit diesen Pfeilen, die Richtung Süd-Südost zeigen. Und im Übergangsbereich weiterhin leichter bis mäßiger Eisregen. Dieser sehr, sehr starke Eisregen wird es dann voraussichtlich nicht mehr geben. Aber es ist doch möglich, dass es hier und da doch noch mal zu sehr, sehr kräftigem Eisregen führt. Schauen wir jetzt als nächstes mal auf ja, 6 Uhr am Morgen und dann verlagert sich das weiter Richtung Südosten mit diesen doch teilweise sehr, sehr kräftigen Schneefällen, die es weitergeben kann. Hier kann es doch dann nochmal ja, 5 cm Neuschnee geben, aber während sich diese Luftmassengrenze dann weiter nach Südosten verlagern würde, würde es dann nicht mehr zu diesen extremen ja, Wetterereignissen wie diesem Eisregen führen kommen. Schauen wir dann jetzt als nächstes mal auf das Eigenwettermodell, was das für Schneehöhen berechnet bis morgen früh um 10, also morgen Vormittag um 10 und dann hätten wir dann doch in einem Streifen von NRW bis nach Dresden oder von NRW bis nach Sachsen, also über Thüringen, über Hessen, über Mittelhessen, worauf die Luftmassengrenze liegt, bis nach NRW von teilweise 7 bis 15, teilweise auch 25 cm Schnee. Das EZMWF-Modell berechnet auch einmal vom Westen bis in den Osten sehr, sehr hohe Schneemengen. Hier im Sauerland werden noch aktuell ja, 42 cm Schnee berechnet, aber auch hier bei mir in NRW gäbe es doch rund 3 bis 7 cm bis ins Flachland wohlgemerkt. Und das auch in Köln, hier örtlich auch mal über 10 cm möglich. Schauen wir dann jetzt noch als nächstes auf das GFS-Modell zum Schluss und dann schauen wir uns das hier nochmal an und dann sehen wir doch meist ja, Schneehöhen in der großen Westhälfte, also im westlichen Teil dieser Luftmassengrenze von meist 10 bis 20 cm Schnee, vielleicht sogar auf dem Brocken und auf dem kahlen Asten mal über 20 cm Schnee, teilweise auch bis 30 cm Schnee. Also, was halten wir fest? Oh ja, es wird auch sehr, sehr spannend bleiben in den nächsten Stunden. Ich werde mich wahrscheinlich später am heutigen Abend nochmal mit einem kurzen Update bei euch melden. Sonst bin ich raus und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wahrscheinlich heute Abend und dann wieder morgen früh. Haut rein, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.